Ja, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge des BIA Pro Karrieremodus. Und heute gibt's also das erste Freundschaftsspiel für den 1. FC Nürnberg. Und wir stehen in der Startformation. Ihr habt's mitbekommen im letzten Part. Rakowski, Chandler, Dabanli, Marcos Antonio, Pinola, Stark, Mack, Hasebe, Franz Luschek und vorne drin der gute alte Schlappen. Sprich, wir dürfen endlich loslegen. Im letzten Part haben wir nur alles so ein bisschen erkundet, alles ein bisschen eingestellt. Und heute geht's dann wirklich ans Eingemachte. Ich bin richtig gespannt gegen Bastia. Wir haben ja auch eine richtig brutale Vorbereitung, muss man einfach mal sagen. Wie gesagt, Bastia jetzt im ersten Spiel, dann Manchester City und dann der FC Bologna. Das ist nicht einfach, gar keine Frage. Ich denke, da haben wir jetzt mit Bastia den einfachsten Gegner gleich zu Beginn. Und wie gesagt, wollen natürlich gleich mal auch versuchen, zum einen zu gewinnen, zum anderen auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Denn ihr habt es mitbekommen, wir werden angeblich verliehen. Zumindest macht sich der Verein auf die Suche nach anderen Vereinen, die uns, ja sag ich mal, wollen, die uns leihen können. Denn anscheinend haben wir in diesem Kader nicht so richtig die Chance, von Beginn an zu spielen. Deswegen vielleicht eine gute Hinrunde spielen, eine gute Vorbereitung spielen. Und wir hätten vielleicht das Glück, dann doch eventuell bleiben zu dürfen. Ich weiß es nicht. Wir haben halt doch schon ein bisschen Konkurrenz mit Ginczek, mit Pekka, zum Teil auch mit einem Drimmitsch. Also das wird schon brutal werden. Und wie ihr gerade seht, der Club spielt hier in FIFA auch nur mit einem Stürmer, mit einer Spitze. Sprich, da streiten sich einfach mal vier Leute um einen Platz und wir haben eigentlich die schlechtesten Karten. Zumindest Stand jetzt aber, wie gesagt, mal gucken, was sich so ergibt, was wir erreichen können in der Vorbereitung. Und dann schauen wir einfach weiter, wie es ausgeht. Vielleicht bekommen wir auch ein gutes Angebot, wo wir sagen, Mensch, vielleicht macht es da Sinn, dorthin zu wechseln. Werden wir alles sehen. Wir gehen auf jeden Fall rein. Das erste Spiel heute im BIA Pro-Modus. Und ihr habt es natürlich mitbekommen, dass ich das schon ein paar Mal erzählt habe. Und ihr werdet jetzt auch wissen, dass die Perspektive ein bisschen anders ist. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich auch dazu sagen. Aber man kommt mit der Zeit rein. Und ihr werdet es jetzt gerade schon feststellen, wir spielen jetzt praktisch hier so ein bisschen von hinten. Ich weiß, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen. Ich werde mich da auch nochmal ein bisschen schlau machen, beziehungsweise umgucken, was für mich vielleicht geeignet ist, privat 1, 2, 3 Partienchen spielen und das mal ausprobieren. Aber ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen hier mit dieser Standard-Kamera-Einstellung loslegen und dann mal gucken, wie ich mit klarkomme. Ich bin schon wieder viel zu weit hinten. Wir spielen ja da als Stürmer. Bin auch mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze vom Kommentarstil bei mir hin entwickelt. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das kommentieren soll, weil am Anfang wird es eh schwierig. Den schicken wir gleich mal da vorne. Wer ist es denn? Sehen wir gar nicht von da. Das dürfte Franz sein. Nee, bin mal gespannt, wie ich da vom Kommentieren her das Ganze automatisch irgendwie mache. Weil so wie im Karrieremodus wird es, glaube ich, hier schwierig werden. Da müssen wir ja mehr auf unseren eigenen Spieler eingehen. Jetzt haben wir da fast mal den Ball. Aber der Keeper haut ihn dann am Ende doch wieder vor. Schauen wir mal, legt nochmal zurück. Da können wir uns mal anbieten. Oh, der kommt nicht durch, der Ball. Ich glaube, da müssen wir aufpassen. Genau, weil die Bewertung, ihr seht sie unten links, die ist jetzt durch die Aktion gleich mal natürlich wieder ein bisschen runtergegangen. Durch diesen Ball, den wir da angefordert haben, der letztendlich nicht angekommen ist, haben wir gleich mal eine 5,8. Soweit ich weiß, startet man immer mit einer 6,0 rein. Aber wie gesagt, da kann es auch sein, dass ich mich täusche. Ich habe da noch nicht so den Durchblick, was das alles hier angeht, diesen Modus. Von dem her bin ich da auch auf euch angewiesen. Jetzt aufgepasst, erste Möglichkeit vielleicht für Bastia. Zurückgelegt, Palmieri. Hat nochmal Platz, legt auch nochmal zurück zu Chahusak oder so. Der wieder auf Palmieri. Und dann haben wir ihn zum Glück mal gestellt, oder? Nein, nein. Die Flanke kommt rein, die ist gut. Oh, zurückgelegt, Gott sei Dank. Und ich bin schon wieder viel zu weit hinten. Guckt euch das an, ne? Weil ich natürlich da zum Teil... Komm, Spiel. Zum Teil auf die Mannschaft auch. Guck, jetzt verliere ich hier wieder den Ball. Also Stand jetzt ist das Spiel überhaupt nichts. Da spielen wir noch nichts Gutes zusammen. Oh, schön. Ganz unten läuft der Franz. Den kriegt er sogar. Sehr schön. 5,9 haben wir jetzt vielleicht eine gute Flanke von Luschek. Die ist gut. Und wir kommen hin und wir haben die erste Möglichkeit. Eine 5,9. Ein bisschen sind wir nach oben gegangen. Erste Kopfballchance da für den Club, für Schlappi. Aber der Ball geht dann leider nicht rein. Aber sah schon mal ganz gut aus. Schöne Flanke von Luschek. Wir haben so ein bisschen zu wenig Druck dahinter gebracht. Kriegen wir vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser gebacken. Schönes Ding. Der ist nicht gut von mir. Ich muss aufpassen, glaube ich. Ich will immer zu schnell steil spielen. Ich muss auch einfach mal das Spiel beruhigen, hintenrum spielen, wenn es nötig ist. Vor allem dann gegen die besseren Mannschaften, wenn wir eh nicht so viel Ballbesitz haben werden. Und nicht unnötig den Ball verlieren. Außer natürlich, es bietet sich die Möglichkeit, dann werden wir auch da schnell umschalten, ganz klar. Aber da muss ich noch ein bisschen reinkommen. Jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde gespielt. Im ersten Durchgang. Komm lang. Ah, jetzt nimmer. Wenn er den gleich spielt, wäre vielleicht was gegangen. So stehe ich natürlich da ganz klein im Abseits. Jetzt halt wieder. Ja, hebt er die Fahne. Brauchen wir nicht drüber reden, aber Schiri lässt Vorteil laufen. Gibt er erstmal den Abstoß
für die Franzosen. Und wir sind immer noch bei einer 5,9. Ihr seht es unten links. Ja, ist jetzt nicht so berauschend, ne? Ist nicht so toll. Schnitt war ja eine 6, die wir erreichen sollten in der Saison. Das ist das große Ziel. Gucken wir mal, ob wir das erreichen können. Jetzt kann er mich da mal lang schicken. Das macht er gar nicht so schlecht. Aber ich verliere trotzdem wieder den Ball. Und schon geht die Bewertung wieder ein bisschen runter. Aber das kriegen wir schon noch gebacken. Erstes Spiel. Ich denke, da verzeiht ihr mir noch ein paar Fehlerchen. Und der Verein, denke ich, auch. Unser allererstes Spiel da auch als Jungspund, als großes Talent. Ganz klar, dass wir da eventuell nicht alles richtig machen. Schöner Ball, aber da sind wir jetzt einfach zu langsam. Da fehlen uns noch diese gewissen Punkte und dann holen wir uns den Ball. Aber der geht dann doch ins Aus. Gib nochmal den Einwurf bisher. Hinten schauen wir gar nicht so schlecht aus, lassen wenig zu. Passt ja aber dann doch mit ein bisschen mehr Ballbesitz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und der Coach macht hier gerade eine offensive Ansage, was ich so sehe. Ich habe zumindest nichts ausgewählt und unten links stand dann über unserem Namen offensiv. Kann gut sein. Oh, was war das denn? Kann gut sein, dass er da jetzt ein bisschen Druck machen will. Schöner Ball. Schlappi. Oh, da bekomme ich ihn nochmal abgenommen. Und jetzt? Ach, jetzt pfeift er für die Freistoß. Habe ich einen Foul gemacht? Gar nicht mitbekommen. Zumindest hätte ich jetzt so gar nicht gesehen. Aber gut. Kommt, Jungs. Presst nochmal ein bisschen. Ein schöner Ball nach vorne. Ich meine, Tor in dem Freundschaftsspiel. Das könnte ja erstmal reichen, denke ich. Da wären ja schon alle zufrieden, wenn ich das irgendwie hinkriege. Oder eine Vorlage oder sonst was. Wenn ich irgendwie zum Sieg beitragen kann. Das wäre cool, aber gewinnen sollten wir, wenn es geht, schon, glaube ich, weil das ist halt dann doch, wie gesagt, der leichteste Gegner. Ja, schön. Schick mich. Schick mich. Oh, zu spät, viel zu spät. Mann, wäre gegangen eigentlich, wenn er mich da gleich spielt. Aber will er nicht. Schade. Okay, aber war doch schon mal was. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen auf unsere Frische. Das ist was, was ich immer doch ganz gern vergessen habe in den letzten 2-3 Tagen, wo ich das so ein bisschen mal getestet habe. Wobei mir gesagt wurde, dass man dann doch auch relativ oft ausgewechselt wird, dass das auch automatisch praktisch ist, also dass ich da nichts falsch mache. Jetzt kriegen wir vielleicht die Möglichkeit. Oh, kommen wir nicht durch. Und da kommen wir auch nicht hin. Und jetzt spielen sie es erstmal wieder hinten rum. Erste Möglichkeit durch den Mitspieler. Aber wie gesagt, nicht gut genug rausgespielt. So, wieder Bastia am Ball. Und das war's. Also 45 Minuten rum. Das Spiel noch nicht so richtig auf Top-Niveau. Eine Möglichkeit haben wir gehabt. Der Kopfball da, hier sehen wir es nochmal von uns. Aber Londreux ist da und fängt die Kohle ohne Probleme ab. Da war ein bisschen zu wenig Wucht hinter. Und wir gucken mal rein, wie es auf den anderen Plätzen steht. Frankfurt gegen Lille 1:1. Augsburg-Villa 1:1 unentschieden. Und auch die Hertha gegen Montpellier 1:1 unentschieden. Hat sich nicht viel getan. Wir können übrigens hier uns auswechseln lassen, wenn wir nicht mehr fit genug sind. Und guckt euch mal an, im Vergleich zu allen anderen sind wir halt der Spieler mit der wenigsten Fitness, ne? Oder wenigsten Frische auch. Krass. Aber ich denke, ein bisschen geht noch. Wir können mal reinschauen, haben wir da schon irgendwas erfüllt? Noch kein Ziel. Irgendwo. Überall null noch. Aber gut, man braucht ja auch meistens irgendwo ein paar Pässe, sage ich jetzt mal, als Beispiel. Nicht nur einen und so. Ich denke, das dauert einfach auch zum Teil ein bisschen, bis man da irgendwas mal erreicht. Schauen wir mal. Schönes Ding. Nochmal zurückgelegt. Flanke in die Mitte. Die ist nicht schlecht. Aber Londreux ist da. Also zweite gute Möglichkeit für den Club. Hinten stehen wir momentan relativ sicher. Die können zwar ab und zu mal ein bisschen kombinieren, kommen aber dann nicht richtig weit. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich geister schon wieder irgendwo im Abseits rum. Oh, wo spielt er mich denn jetzt gerade hin? Oder wie will der denn mich anspielen? Oder wen wollte der anspielen? Ich weiß es nicht. Aufgepasst, langer weiter Ball. Aber, ja, da kommt er nicht mehr raus, der Keeper. Auch recht. Rakowski da heute im Tor, gibt den Abstoß. Ich bin auch mal gespannt, wann wir ausgewechselt werden. Ich glaube, so 80. wurde ich das letzte Mal, als ich das, wie gesagt, privat gespielt habe, ausgewechselt. Der kommt schon mal auf uns. Geil. Ah, gewinnen wir leider nicht das Duell. Ich glaube, da müssen wir erst noch ein bisschen ackern. Also, wie gesagt, da sind wir, stand jetzt von den Fähigkeiten einfach noch zu schlecht, um da wirklich was Vernünftiges spielen zu können. Fehlt die Geschwindigkeit, fehlt einfach Kontrolle über den Ball, Passen und was alles dazugehört. Aber ein Tor, das wäre jetzt schon irgendwie richtig geil. Also, das könnten wir doch hinkriegen. Guter Ball. Krieg ihn leider nicht. Oh, da kriege ich ihn auch nicht. Und der ist natürlich auch weg. Da kommen wir da unten mit Pinola, glaube ich, war es gar nicht mehr so richtig an den Ball. Und jetzt gibt es hier erstmal den Wechsel. Krasic hier spielt in die Mitte. Ball wieder hinten, wieder bei Krasic. Komm. Ja. Kein Abseits, schön abgelegt. Kommt der? Der kommt, aber der ist gleich wieder weg. Oh, und dann komme ich fast hin. Schade.
Und dann ist er doch wieder... Ah, Mensch, schaut mal, wo ich schon wieder rumrenne. Ich muss viel mehr auf meinen Spieler da vorne achten. Ich geister so oft im Abseits rum. Richtig krass. Mich will er wieder nicht anspielen. Die mögen mich alle nicht. So. Spiel ihn nach unten, komm. Ja. Ah, wieder verliere ich ihn, um Gottes Willen. 6-1. Ja, das ist nicht wirklich gut, ne? Wenn man auch mal das so ein bisschen vergleicht mit den Werten, die wir hatten. Komm, geht drauf. Ah, schade. Die wir im Karrieremodus haben, da ist das natürlich nicht so spitze. Da ist eigentlich noch eine 7 gar nicht so richtig gut. Ich bin schon wieder irgendwo im Abseits. Ich muss da raus. Ich muss mich auch so ein bisschen nach diesen Pfeilen da orientieren, um zu sehen, ob ich eher noch zurück muss oder nach vorne. Aber ich mache das eh meistens so ein bisschen nach Gefühl. Jetzt kriegen wir doch vielleicht mal die Chance. Nein, weil da aber auch wir hinten nicht so richtig gut spielen. Also nicht hinten, sondern unsere Mitspieler. Gut, wir haben auch viele Ballverluste gehabt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber das war jetzt auch noch nicht so das Wahre. 20 Minütchen noch. Bastia immer noch ohne Möglichkeit. Jetzt vielleicht. Rakowski ist da. Uiuiui. Also bisher ein recht chancenarmes Spiel hier. Aber gut. Ist jetzt auch, wie gesagt, nicht die absolute Top-Begegnung. Braucht man sich nicht wundern bei den beiden Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Jetzt kommt einmal noch drauf. Oh, ich bin schon am Limit. Ich mache mal ein Päuschen. Ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Lade zumindest mal den Balken so ein bisschen wieder auf. Und dann gucken wir mal. Nochmal der Seitenwechsel. Jawohl, der kommt zu mir. Gut abgelegt. Gut wieder nach vorne gespielt. Ah, der war schlecht. Den muss ich kurz spielen. Aber wir geben den Kopfball. Sehr schön. Komm jetzt mit rein in die Mitte. Ja. Nein, 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 nein. Der war knapp. Der war knapp. Fast die erste Möglichkeit da für uns. Also die zweite, besser gesagt. Einen Kopfball hatten wir immerhin schon. Hat nicht ganz gereicht. 10 Minütchen noch. Schätz was, wir werden jetzt in den nächsten paar Sekündchen, Minütchen ausgewechselt. Das sind wir einfach nicht mehr fit genug. Diakite. Gut abgewehrt. So, spiel ihn lang. Jawohl. Ja, schön. Vielleicht noch einen letzten Sprint. Nee, der Ball ist wieder weg. Ah, das ist noch nicht das Wahre. Aber gut, wir sind in der Vorbereitung. Wie gesagt, alles schön und gut. Alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir mal Linie. Schön. Aber da bin ich auch wieder hier zu langsam. Müssen wir nochmal spielen. Werden wir nochmal geschickt und dann verlieren wir ihn endgültig. Ja, da fehlt jetzt einfach die Spritzigkeit. Ganz klar, dass da jetzt die Luft raus ist bei uns. Erstes Spiel als Profi, wenn man so will. Jetzt muss man nur aufpassen, dass hier Bastian nicht nochmal für richtig Alarm sorgt. Aber gut dazwischen gegangen von Luschek, glaube ich, war es da unten. So, und jetzt ist es anscheinend soweit. Jetzt werden wir die Partie verlassen. Schlappen raus, Ginczek in der Partie. Sissé für Kessou, Kesserü, irgendwie so. Und damit würde ich fast sagen, 5 Minuten kommt. Das können wir uns noch angucken, mal schnell. Aber normalerweise, denke ich, werden wir das jetzt immer so simulieren. Wenn es ein bisschen länger dauert, wenn wir in der 70. oder so raus müssen. Aber hier zumindest gucken wir uns die letzten 5 Minütchen an. Schauen wir, dass der Club vielleicht noch irgendwie die Bude macht. Auf der einen Seite wäre es geil, ne, wenn wir gewinnen, ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn jetzt Ginczek die Bude macht, dann wird der höchstwahrscheinlich im nächsten Spiel von Beginn an ran dürfen. Aber gut, wir hoffen nicht, dass wir jetzt hier nicht gewinnen oder dass Ginczek kein Tor macht. Wenn, dann müssen wir einfach die Bude machen. Dann ja, können wir es dem Coach ganz, ganz schwer machen. Dann muss er uns fast aufstellen. Haben wir nicht ganz geschafft. Wie gesagt, eine Möglichkeit. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt hat hier der Bandi nochmal die Kulle nach vorne gelegt. Da ist Ginczek. Schön auf Franz. Eine Minute Nachspielzeit. Nochmal der Club über Mack. Geht hier nochmal was? Immer noch Mack. Macht das gut. Schöner Ball auf Franz. Legt ab auf Mack. Die Flanke, die ist nicht schlecht. Da unten ist nämlich nochmal Luschek. Der will nochmal flanken, dann wird er abgewehrt. Nochmal Vollner. Komm, jetzt eine Möglichkeit. Mach die rein. Pinola. Franz. Ganz oben. Jawohl, Chandler. Chandler. Oh, und dann verlieren wir ihn. Zu viel Klein-Klein. Nochmal Vollner. Schön auf. Ginczek. Und geht vorbei. Der geht vorbei, meine Lieben. Also, erstes Freundschaftsspiel vorbei. Ein torloses 0-0. Ein torloses Unentschieden gegen Bastia. Ja, das passt ja, ne? Nee, das passt nicht. Das ist nicht gut genug. Wie gesagt, hier nochmal die Möglichkeit. Habe ich, glaube ich, 100 Mal angesprochen. Aber recht viel mehr war auch nicht vom Club zu sehen. Recht viel mehr war auch nicht von uns zu sehen. 0 Tore, 1 Schuss aufs Tor. 77% der Pässe sind angekommen. 12 kurze, 2 mittlere. Kein langer. Zweikampfquote von 66%. Stellungsspiel, okay. Ballbehauptung, 5 gewonnen, 8 verloren. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Klar. Muss ein bisschen besser gehen. Und ihr seht auch, wir sind überall rumgegeistert, nur nicht so richtig im Strafraum, da wo wir hingehören. Weil aber auch zum Teil, wie gesagt, die Pässe nicht so richtig zu uns
ja, gekommen sind. Wenn man das hier mal anguckt, ne, das ist viel mehr verteilt und wir geistern da überall so ein bisschen rum. Aber gut, was willst du machen? Denke ich mal trotzdem, wie gesagt, fürs erste Spiel war es in Ordnung. Eine 6,5 ist jetzt auch nicht mega schlecht. Ist jetzt zwar nicht auch gut, aber mega schlecht auch nicht. Hier haben wir es. Doch, wir sind mit Hasebe der Schlechteste, wenn man so will. Aber wie gesagt, der Durchschnitt der Mannschaft auch nicht wirklich berauschend. Von dem her waren wir dann noch recht durchschnittlich unterwegs. Das passt. So, wir gucken mal rein. Alles beim Unentschieden geblieben. Hertha gegen Montpellier haben beide noch einen draufgesetzt. 2:2. Aber sonst hat sich da eigentlich gar nichts getan. Nachrichten kriegen wir auch keine neue. Dann würde ich sagen, simulieren wir nochmal kurz vor bis zum Spiel gegen Marseille. Und wir stehen wieder. Nee, wir werden nicht berücksichtigt. Hier haben wir es. Also, in dem Spiel gegen City sind wir nicht mit dabei. Schäfer, Chandler, Nilsson, Pogatetz, Plattenhardt, Hasebe, Gebhardt, Vollner, Franz, Luschek und Peckhardt vorne drin. Das ist die Truppe. Wir bleiben bei einer 64. Wir gucken mal rein. Es gibt ein Leihangebot. Von wem denn? Von Portsmouth. Okay, dann werde ich mal zögern. Das ist natürlich schon mal eine relativ gute Adresse, würde ich mal fast sagen. Zeitraum von einem Jahr, okay, sollen wir in Erwägung ziehen. Problem wird sein, da muss ich mich nochmal erkundigen, aber ich denke fast, wenn wir da alle Angebote, das lassen wir mal drin, wenn wir da alle Angebote absagen, dass irgendwann der Trainer sagt, Mensch, das wird mir zu viel, du gehst jetzt dahin. Also könnte ich mir vorstellen, dass das FIFA dann so macht. Weil nur auf der Bank sitzen beim Club wäre halt auch blöd. Ganz klar. Wir hätten jetzt halt einfach mal ein Tor gebraucht gegen Bastia, dann gegen City hätten wir vielleicht nochmal spielen dürfen. Da vielleicht mit Glück auch nochmal ein gutes Spiel machen, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Klar, ne? So kriegen wir wahrscheinlich nur noch gegen Bologna die Möglichkeit und die müssen wir eigentlich nutzen. Also die müssen wir dann wirklich nutzen. Sonst sieht's schlecht aus. Aber gut, das denke ich, wäre es jetzt erstmal gewesen. Wir gucken mal rein in die Leistungen, ob wir irgendwo was gemacht haben. 1% Fortschritt beim Passen haben wir irgendwas erreicht. Okay. Irgendwas schon fertig? Nee, ne? Wir haben dann nur einen Teil erfüllt wahrscheinlich. Ganz oben war ein bisschen was. Doch, da unten. 10 Kurzpässe. Okay, Passspiel ist um 1 hochgegangen. Sehr schön, bei einer 57 jetzt. Und dann hatten wir hier noch ein bisschen was. 12 von 40 Kurzpässe. Okay, das sind auch nochmal die. Das dauert noch ein bisschen. 3-4 Spielchen wahrscheinlich, schätze ich mal so. Was haben wir hier? Gewinne. Die, ja gut, Team der Woche und so, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Und sonst kommt da erstmal nichts mehr, wo wir was erfüllt haben. Vielleicht mal auch noch bei Balltechnik. Hier haben wir überall einen Punkt, einen Schuss aufs Tor. Okay, sonst kommt da auch erstmal nichts. Defensive, bisschen was, 2 von 5 fairen Zweikämpfen, kriegen wir dann nochmal einen fairen Zweikampfpunkt. Da sind wir gar nicht so weit weg von den Kopfballduellen, da kriegen wir nochmal von der Aggressivität was. Sehr schön. Dann kommt nochmal das Passen, da waren wir schon, 3 von 10 Sprungkopfball, da geht nochmal Springen was drauf. Da sind wir gar nicht so schlecht, ne? Überall durch die Bank so ein paar Pünktchen. Nirgends richtig viel, aber auch nirgends richtig wenig. Hier bekommen wir den Kopfball, wenn wir noch ein Duell gewinnen. Sehr schön. Da haben wir momentan eine 62, wenn das die Kopfballpräzision ist. Ich schätze mal schon. Torwart, das ist Schmarrn. Jubel, da bekommen wir... Das dauert auch noch, bis wir da was bekommen. Aussehen auch noch. 1 von 10. Naja, okay, dann würde ich fast sagen, dann war es das jetzt erstmal mit dieser Folge. Mit dem Spiel gegen Bastia, denke ich mal, war für den Anfang ganz in Ordnung. Leider kein Tor gemacht, eine Chance hatten wir. Eine hätten wir noch fast dazu rausgespielt, hat nicht mehr viel gefehlt. Aber gut, ich würde sagen, fürs erste Mal war es absolut in Ordnung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann wieder ja im nächsten Part mit dem Spiel gegen City, das wir nicht spielen dürfen. Aber vielleicht das nächste gegen Bologna, mal gucken. Und wie es dann weitergeht mit dem Schlappen, das wissen wir auch noch nicht. Zwecks Laie und so weiter. Könnt ihr gespannt sein, wird auf jeden Fall spannend werden und interessant. Und von dem her, ja, wir sehen uns wieder, ne, in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!